So, hallo. Ich möchte euch heute gerne die Osterglocke zeigen, wie sie gemalt wird. Also die Blüte, die Kelch und die Gräser. Also ich färbe mir jetzt meinen Hintergrund mit dem Opalpastell ein. Das wird aufgenommen und mit dem Schwämmchen so auf das Papier aufgebracht. Man kann natürlich auch den Hintergrund schön mit Wachs malen, aber ich mache jetzt mal eine andere Variante. Ich habe hier ein Gelb, ein Orange und zweierlei Grün. Wir werden hier mit der Kante arbeiten. Ich nehme das Gelb vorne mit der Spitze, mit der Seite so auf, so die erste 1,5–2 cm. Dann setze ich auf und gebe ein bisschen Wachs ab und dann fahre ich hoch in die Spitze, von der Spitze wieder nach unten weg, dass dieses Blatt schon zweigeteilt. Und er macht schön bauchige Blätter, also schön Ansätze, hochfahren und beim Zurückfahren schöne Bauch machen. Hoch in die Spitze und wieder zurück. Hoch in die Spitze und wieder zurück. Ich mache so 5 Blätter und für den Blütekelch lasse ich etwas Platz. Dann nehme ich jetzt auch die Farbe so seitlich auf. Ich setze hier an und dann kann ich, wenn ich im so zickzack von einer Seite auf die andere fahre und dann wieder ohne abzusetzen zurück, dass ein schöner Kelch entsteht. Eine schöne Rundung. Also ihr müsst hier gezackt nach von links nach rechts fahren, dann ohne abzusetzen, wieder von rechts nach links. Also so ein leichter Bogen. Ich mache hier so einen kleinen Bogen nach oben und hier so einen kleinen Bogen nach unten, dass es aussieht wie hier, wie wenn eine Vertiefung, also ein Kelch entsteht. So, jetzt nehme ich die zweierlei Grün. Ich nehme auch wieder so seitlich auf. Ich setze jetzt hier mit der Spitze auf und fahre im leichten Bogen nach unten weg, dass ich so diesen Stängel von dieser Blüte habe. Und dann die Blätter mache ich von unten nach oben. Müsst dann immer wieder grün aufnehmen. Macht so lange blöde Blätter, bis es euch quält. Bis ihr meint, ihr habt genügend. Und dann kann ich unter das noch ein bisschen antupfen. Und schon haben wir eine einzelne Blüte mit ein bisschen Grün. Da kann man jetzt noch den Rand. Dazu nehme ich auch wieder ein bisschen Farbe auf. Zieht es dann durch die Farbe, also nie so reinschiebe. Dann da, wo viel Wachs ist, schiebt sich die Farbe mehr nach innen. Und wenn es durch die Farbe durchzieht, dann wird der Rahmen gleichmäßiger. So, und jetzt zeige ich euch die andere Variante, indem man ein bisschen Wachs als Hintergrund verwendet, dann ist es vielleicht nachher ein bisschen einfacher, gerade hier die Blätter zu machen, wenn schon ein bisschen Farbe auf dem Papier ist. Aber ich nehme auch eine ganz helle Farbe, damit
mische ich so ein bisschen. Kranz auch noch ein bisschen mit transparent. Einfach so, dass überall so ein bisschen Farbe ist. Da habe ich jetzt ein bisschen leichtes Hellblau dazu, Hellblau dazu gemacht und das Gelbe. Und immer gut wieder die Kante abwischen, damit euch nichts am Eise bleibt und später tropft. Das ist immer ganz wichtig. So, jetzt nehme ich wieder das Gelbe auf. Sitz auf und fahr hoch und zurück, hoch und zurück, hoch und zurück. Ihr könnt mit dem allerersten Blatt, wenn ihr hier anfängt, könnt ihr die Richtung dieses Kelches festlege. Also wenn ich weiter oben, wenn ich jetzt erst hier anfange, dann wird das mehr seitlich und so schaut er mehr nach unten. Also so könnt ihr das ein bisschen steuern, indem ihr überlegt, wo der Kelch hinschauen soll und dann einfach eure Blätter danach richtet. So, in dem Fall schaut das so ein bisschen nach unten. Machen wir eine auf die andere Seite. Dann fange ich natürlich auch auf der anderen Seite mit den Blättern an. So. Immer schön hoch. Rund. Dann runterfahren, ein bisschen weiter Bogen machen. So. Jetzt habe ich wieder meine 5 Blätter. Jetzt nehme ich wieder mit der Seite des Wachs auf. Setz auf. Und fahre so ruckelig mit meinem Blütekelch ein auf die eine Seite, dann wieder zurück, etwas nach unter der Bogen, dass der Kelch entsteht. So, jetzt mache ich noch so eine Knospe. Da mache ich einfach so zwei Blätter, so andeutungsweise. Und jetzt nehme ich das Grün zur Hand. Mach da oben mit der Spitze so den Stielansatz und dann nach unten den Stiel. Hier könnte man mal den Ansatz hier wegmachen und dann da dazwischen fahren. Also ihr könnt euch ja überlegen, wo ihr diese Stiele platzieren möchtet. Und dann auch wieder, kann ja noch ein bisschen die andere Farbe dazu nehmen. Ruhig auch mal ein Blatt über die Blüte rauslaufen lassen. So, jetzt mal ein bisschen spielen mit der Farbe und mit den Blättern. So, jetzt ein bisschen unter antupfen, damit man so den Ansatz nicht sieht. Oder ihr könnt, wenn ich das Maleisen hinlege, ich immer solche Kautschukschwämmchen. Da mache ich mir das jetzt kurz warm. Und dann kann ich hier der untere Rand, anstatt dass ich das jetzt so tupfe, könnte man das jetzt auch noch so ein bisschen wie eine Blumenwiese oder sowas oder einfach im Gras. Noch ein bisschen Struktur, andere Struktur. Schiebe.
Dann gibt es eine andere Struktur. Ja. Und dann wieder der Rahmen. Ich nehme jetzt auch wieder das Grün. Ich nehme es einfach wieder auf. Und mache noch einen schönen Rahmen um die Karte. So. Jetzt haben wir einmal diese große Blüte mit dem Hintergrund, mit zarten Hintergrund mit Panpastell und einmal mit Wachs. Da könnte man ja auch normale andere Farbe. Hier habe ich jetzt zum Beispiel einen rosa Hintergrund gewählt. Die Farbe bleibt ihr euch überlassen. So, und zum Schluss gehe ich jetzt noch mit einem Feinstrumpf über meine Karte drüber und tue sie noch schön polieren. Man sieht den Unterschied vielleicht, wenn man das poliert und wenn man es nicht poliert. Das glänzt noch mal viel schöner. Das Wachs, wenn man wirklich drüber geht und das poliert. So, jetzt bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was helfen im Blütemalen der Osterglocke. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachmalen und bis bald.